Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Furo. Wir sind immer noch am Basteln von unserer Hüpfburg und der Herr Zettel ist immer noch am Start. Hallo, ja, wir sind gerade dabei, wir haben jetzt mal eine kurze Pause, die wir uns gegönnt haben, die Wände weitergemacht. So bei ein bisschen zwischendurch quasseln. Und der Freudi macht jetzt die Wände fertig und ich werde mal gucken, dass wir da ein Dach draufsetzen. Hoch. Beziehungsweise ich werde mal den Eingang schon mal anfangen. Ach ne, der Eingang, die Seite ist noch gar nicht. Der schmeißt hier mit Bits. Ein bisschen. Dann mache ich das Dach schon mal fertig. Das kann ich hier nämlich... Wie willst du denn den Eingang haben? Soll ich dann nur rechts und links an erstmal setzen? Und kann ich die Eckblöcke kopieren? Theoretisch kannst du den blauen Block kopieren, ja. Dann hast du den genauso, musst du den nur ersetzen. Ah, dann müsste ich das Replace auswählen, richtig? Ja. Am Eingang weiß ich noch nicht, da muss ich mir gleich mal, das muss ich dann spontan entscheiden, wie ich das mache. Dann setze ich erstmal zwei rechts und links hin und dann... Die Polizei hört alles. Jetzt labert der einen hier auch noch mitten rein. Ne? So, gemutet. Dito. Das ist ein Kasper, oder? Ja, das werde ich auch rausschneiden. Nö, ich lasse es drin. Damit jeder merkt, was er für ein Kasper ist. Ich werde es mir sicher wieder vergessen, das rauszuschneiden, obwohl ich es rausschneiden wollte. Ja, ach, lass einfach drin. Spannend. So, Placement? Nee, geht nicht. Komische blaue Kuh. Vor allem wäre es mal gut, wenn du überhaupt einen Block fertig hättest. Zolle. Ja, ging ja gerade nicht. Ich habe keine grünen Bits mehr und ich will nicht noch mehr kaputt machen. Ich mach jetzt mal hier. Da, jetzt hast du grünen Bits. Jetzt habe ich meine Bitstasche wieder. Ja, jetzt bin ich hier oben drauf. Okay. Nein. Nein. Was? Das ist wieder passiert. Das ist wieder passiert. Verschisselt. Oh. Verschisselt und zugedisselt. Stehe ich jetzt hier eigentlich so im Weg? So? Ja, du stehst ein wenig im Weg. Ich schüssel dir gerade gleich dann weiter unten mal was weg. Du chillst mir eine, wa? So? Da muss er selber. Altes Ferkel, ey. Du bist hier der perverse gedacht hat. In diese Richtung wollte ich gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass du mir eine Auffall gibst oder sowas. Dann gib mir mal dein Blutsiegel. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts, Junge, nichts. Bouncy. Ja. Genau das. Ich hab nämlich prompt da wieder die falsche Linie hier weggenommen. Soll ich mal links klicken? Und dann? Ist der Block weg. Das ist auch. Da kann man auch jemanden trollen mit. Muss mal hingehen, was machen sie da? Front? Das war ich immer mal nötig. Und dann ohne Schüsselback, bitte. Und volles Inventar. Ich kann mich hier gar nicht kondensieren. Ich hab hier so Kacke gemacht. Willst du denn dabei sein, wenn ich das mache? Kann ich gerne dabei sein. Was machen Sie da? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Kann man da drauf drücken? Ich glaube, ich bin jetzt noch total schief, ja, bin ich auch. Aber egal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Das Schöne ist ja, man kann es ja wieder zurück machen. Naja. Der Blick beim Typen im ersten Mal ist das bestimmt mega witzig. Sein ganzes Haus da hingehen, so. So eine komplette Seite, alles Bits. So, fertig das Dach. Oh, ich glaube, da fängt Kase an zu heulen. Mein Bett.
Jetzt kommt er nicht schlafen, der sagt. Ich hab auch Satzbetten. An den Füßen schlaf ich nicht. Nein, das stinkt immer so, ich ganz schlechte Träume. Weißt du, ja, was erwartest du in den alten Stahlstiefeln? Jetzt habe ich Pipi im Auge. Das ist unerfreulich. Nein, vor Lachen. Das ist dann erfreulich. So. Wir können Mumble wieder anmachen. Die Kuh ist auf dem Server. Ich mach mal erst an, wenn jemand Wichtiges kommt. Und auf Kühe wird geschossen. So, wir brauchen rote. Ich hab rote noch, aber du könntest theoretisch das Dach weiter kopieren. Ach, das ist rot, ich dachte rot wäre alle. Da ist rot. Dankeschön. Da ist rot. Und da ist auch schon die Dachvorlage. Dankeschön. Hast du noch Vorlage? Ich habe noch drei Vorlagen, ja. Gut. Ich werde jetzt erstmal noch die grünen Ecken füllen, glaube ich. Ja, das wäre gut, dann können wir die nämlich kopieren. Sind. Hä? Man brennt doch nicht auf den roten. Ich hab dir doch gesagt, dass die ihre. Na, beim. Ach so, auch nicht auf den normalen roten oder was? Nee, ich bin gerade hier gebounced, hier. Hätten wir auch eine rote Fläche machen können. Ja, super. Jetzt zu spät. Ich hab keinen Beute, scheiße. Ich hab einen. Wo bist du? Da oben. Da. Da ist gut. Ich hab ein volles Inventar. die Ecke noch? Ich glaube, die Ecken brauchen wir gar nicht kopieren, die sind so, so schnell gefüllt. Ne, dann geht das ja. Zack. So. Zack. Aber die roten Ecken kannst du füllen. Einfach auffüllen bis. Bis an die Säule ran. Erstmal die normalen roten Ecken lassen. Der war falsch, wie immer. Welche Vorlage nehme ich denn am besten? Connected Textures? Connected Material? Für was denn? Für das Auffüllen? Nee, für das. Also wenn du sie kopieren möchtest, dann. Ja, nee, für das Auffüllen jetzt hier zur Wand dran. Achso, da. Connected Material habe ich. Naja, das war das, was ich meinte. Genau. Und dann einfach das nach so weit rausziehen wie geht und dass es gut aussieht. Ich arbeite dran. Da war 1 zu 4. Außen müsste jetzt fertig sein, die Ecken. Muss ich ein bisschen bouncen. Ach ne, innen sind ja, gibt's ja gar keine Ecken, die gibt's nur hier oben. Aber die gibt's ja auch nicht, wenn du das Dach drüber machst. Das heißt, ach, die sind auch, die habe ich auch gefüllt schon fast alle. Innen mache ich gerade. Ja, dann brauchen wir da nicht unbedingt füllen. Das heißt, ich kann mich dem Eingang widmen. Jetzt etwas so. Schwieriger wahrscheinlich, oder? Oh, grün ist leer. Brauchst du noch grün? Na, ich hab noch grüne Blöcke. Ich glaub, wir haben so viel Slime hier. Naja. Bis auf Rot können wir alles, können wir die Burg wahrscheinlich nochmal hinstellen. Nice, ich nehme auch eine zweite. Ah, zweite wäre ja langweilig.
Stimmt, da drin geht zur Drittburg. WTF, was mache ich denn da? Weiß ich nicht. Da jetzt hin, bitte. Geht doch. Aber stell dir mal vor 5, 6, 7 Jahren, wo Minecraft rauskam, und dann hätte ich gesagt, dass es irgendwann mal sowas geht. Zu Anfang waren ja nicht mal Monster, da war das ja nur Klötzchen schieben und trotzdem haben die Leute schon gespielt wie irre. Ich auch. Ich hab's auch eine Alpha angefangen. Ja. So. So. Was ist eigentlich dein All-Time-Favorite-Lieblingsspiel? Mein All-Time-Favorite-Lieblingsspiel? Ja. Das habe ich ja nicht mitgezählt, aber passt. Das ist eine schwere Frage. Also ich spiele ganz gerne Civilization auch mal. Da kannst du mit Grünen zusammen tun. Was ich früher auch viel gesuchtet habe, war Command & Conquer. Nee, ich gar nicht. Und Siedler. Ja. Yeah. Siedler 2 habe ich gesuchtet wie ein Blöder. Das war eins meiner ersten Computerspiele, die ich so richtig gesuchtet habe. Ja, bei mir auch. Siedler 3 hatte dann einen Kumpel, da bin ich dann immer da zum Zocken hin, da haben wir dann ganze Tage verzockt. Kenn ich. Und so als geile Erinnerung von aus Ferienzeiten noch, ist eigentlich mit meinem damals besten Kumpel in den Ferien nachts in seinem Kellerzimmer Resident Evil gezockt. Resident Evil war niemals, ich fand die Spiele als Spiel an sich okay, als Horrorspiel auch, aber definitiv nicht meins. Ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 12 oder so, wir haben uns so in die Hose gemacht, ne? Da gibt's Szenen da, so erschrocken. Was hab ich denn gezockt? Resistance habe ich früher viel gespielt, was so horrormäßig ging. Kenn ich gar nicht. Ist auch ein Konsolentitel. Ah, okay, ja, Konsole. Konsole bin ich ausgestiegen, als die Nöppel auf die Controller kamen. Ich glaube, wie heißen die Dinger? Center Sticks? Keine Ahnung. Wo wir Center sind? Kennst du noch Center Shocks? Oh ja. Da haben wir ganze Wettessen von gemacht und die erste Klappe davon so zusammengezogen. Ja. Ich konnte meine Schulstunde nicht reden. Fand mein Lehrer nicht witzig. Du hast teilweise die Zunge richtig betäubt. Und So wie Jar Jar Binks, der in die, Nee, das kriegen wir Richtung Jabba dann. Naja, das war, also vom Zungenbetäuben war das schon tatsächlich, Ach so, als Energiekupplung. Den Energiekupplung, genau, als er die ablecken wollte. Die Aussprache wurde aber mehr Richtung Jabba. Ja. Ich setze ja sehr viel Hoffnung in Battlefront 2. Ja. Ist mir tatsächlich, ich glaube, es ist. Bist du schon raus? Ich glaube ja, und wenn jetzt raus ist, ist es mir zu teuer, dass ich es noch nicht habe. Nee, ist noch nicht raus. Okay. Das erste Testvideo kam auf D3. Ah, okay. Aber es sieht so gut aus. Das hatte ich vorhin auch im Stream bei Tizi gesagt, Fortnite würde mich auch mega reizen.
Ich fand das Spiel, was Tizi vorgestellt hat, ganz cool, was er da gesagt hat. Das klingt auf jeden Fall auch interessant. Aber also für den Alpha Key, also ich werde es auf jeden Fall spielen. Aber mir ist das die Crowdfunding-Stufe, wo du dann den Alpha Key kriegst, zu hoch. Das sind 120 Euro. Und die habe ich halt im Moment nicht einfach so über da mal. Ja, ist es halt bei mir mit, so ist es bei mir mit Fortnite. Für einen an sich Free-to-Play-Spiel jetzt fast 40 Tacken hinlegen. Ja. Denke ich mir auch, nö. Wenn das in einem halben Jahr eh Free-to-Play wird, dann spiele ich das dann. Ja. Na, und ich habe halt. Im Moment merke ich immer mehr, dass ich die Lust an WoW verliere. Kenne ich das Problem. Also ich heute im Raid da. Nee. Das ist. Ich befürchte so langsam, es geht dem Spiel geht langsam die Luft komplett aus und es geht dem Ende von WoW zu. Es gibt halt leider keine gute Alternative. Ja. Keine Ahnung, ich geh jetzt pennen. Also ich habe auch noch keine gute Alternative gefunden, aber dann spiele ich halt dieses Genre im Moment gar nicht, bis was Neues kommt. Ja. Also ich bin allgemein ein riesen Rollenspiel-Fan. Ja, ich auch, aber wie gesagt, das ist. Die Community wird immer bekloppter, es geht immer nur nach ich. Das ist doch überall so. Siehst du mal auf YouTube, siehst du doch mal irgendwo. Ich wurde letztens von einer. Ich hatte mir Mitte letzten Jahres. Anfang letzten Jahres der Sprung zerschossen. Und ich konnte kaum laufen, war gerade beim Arzt, war gerade auf dem Heimweg. War froh, dass ich in der Straßenbahn saß. In einer leeren Straßenbahn. Kam eine Oma zu mir und sagte, das ist mein Platz. Ah ja, hast du mir schon mal erzählt, die Story. Hast du rote Bits noch? Ja. Und hier fehlt noch Dach drauf. Ne, ich wusste noch nicht, wie du es haben, weil es war ja vorher noch nichts. Aber hier kommt man nicht durch. Kaka. Ne, du brauchst mindestens zwei Blöcke. Das sind ja nur zwei Blöcke. Ja, ich mach das aber dann nach unten aus den Blocks raus hier. Dass man so eine leichte Stufe hat, glaube ich, oder? Ja, aber wie willst du denn auf die Hintern kommen? Also musst du hier auch von der Dicke her ein bisschen wegnehmen. Dann machen wir die Wand noch ein höher. Wie wär's damit? Die komplette Wand eins höher? Ja. Warte, ich nehme die Vorlage für grün. Müssen wir die roten Dinger alle abbauen. Ja, dann lass aber das nacheinander machen. Dann lass erstmal hier die Grünwand rausnehmen. Weil das ist. Nee, scheiß drauf, ich spring eh immer von oben rein, ich gehe eh nicht durchs Tor. Okay, also nur Optik. Ja. Okay. Gut, dann nur Optik. Aber ich brauche trotzdem rote Bits. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass man ja durch Türen, du brauchst ja immer genau zwei Blöcke hoch. Ich kann nicht mehr irgendwas draufsetzen. Dann hast du keine roten Bits mehr. Ich habe gerade den rechts daneben gesetzt, aber ich kann den da nicht draufsetzen. Hier, probier. Gib mal her. Ich konnte ihn damit ich nicht draufsetzen. Der wurde mir immer unterhalb angezeigt, nicht oben drauf. Komisch. Also ich hab jetzt einfach rechts den angezielt, dann ging's. Ich hatte immer den Block, wo es draufsteht, angezielt und die ging halt sonst immer. Verbau dich nicht. Hallo? Geh gleich, dann bleibt das so stehen. Das ist eine Frechheit hier. Wird man geschlagen, während man was baut. Ich hab dich nur geschubst, dann mach mal jetzt halt so. Verbau dich nicht. Können wir hier noch so einen Sprungturm hinbauen? Ich frag mich echt, wer der Erste ist, der das morgen mitkriegt. Ja. Bin da auch sehr drüber gespannt, wer dann da erstmal gucken kommt und da erstmal eine Runde springen geht. Wenn ich den sehe, wird er erschossen. Sie haben kein Eintritt bezahlt, werden's.
Die Items, die da drin liegen, gehören mir. Vielleicht noch so ein Bouncen. Kannst ja Schild aufstellen. Wer das für drittes Vogel fragen, wird erschossen. Unerlaubtes Bouncen, gleich tot. Das mit den Enderman-Köpfen gerade ist schon geil, dass sie sich mitdrehen, ne? Ja. Da ich das leider jetzt hier die Blöcke noch zwei für ihn gesetzt habe, können wir sie ja nicht benutzen. Nee. Aber für eine Hüpfburg ist ein Enderman-Kopf auch kacke, da musst du eher sowas wie ein Hexenlabor machen oder so. Ja. So, nein. So. Willst du innen nur grüne Wände haben? Oder willst du innen auch Deko-Kanten haben? Oh. Das war das geplant? Jo. Inwiefern Deko-Kanten? Ja, rote Kanten an, so an der Tür zum Beispiel. An der Tür wäre cool. Dann mache ich das innen auch gleich. Habe ich alle wieder oder fehlt mir noch blau zum Beispiel? Es ist alles wieder. Hegne du. Hegne du dich noch grün. Warte, dann muss ich einmal Platz schaffen, indem ich die Kopiervorlage lösche. Fertig. So. Jetzt machen wir hier noch ein Fenster hin. Wo ist denn hier der ganze Block? Gar keine? Doch, hier ist der ganze Block. Obwohl Nullblick weiß, was sie macht, traut er sich nicht her. Ja, der will wahrscheinlich nicht reinquasseln. Oder geht Max mal wieder auf den Sack. Das fände ich lustiger. Etwas? Ei. Das hänge ich mich schon in der Tür auf. Nicht aufhängen. Nicht in einer guten Hüftburg, das macht nur Flecken. Okay. Schau, dass das bei dieser Verwandlungsmod nicht funktioniert, dass du dann da auch als Kleiner durchrutschen kannst. Ja, dass du dich einfach klein machst und dann da durchkommst. Ja. So, die Fenster können wir aber gleich einwandfrei kopieren, das heißt. Einmal fertig bauen und dann kopieren. Ich hab dir doch was zu trinken hingestellt. Hängt an der Wand. Ich blind? Ja, lecker. Frisches Bier. Ob das schmeckt? Mondi Smoothie mit dem Bier mischen? Das ist ein Bier-Smoothie. So? Wie willst du das jetzt kopieren? Zeig ich dir gleich. Oh, ist ja noch nicht fertig. Ich dachte kurz, ich könnte da das Bier reinstellen. Nee, das ist wegen Deko-Bench geht das nicht. Ich glaube, das wird abschreckend. Okay, hier ist ein Fehler. Hier ist ein Fehler produziert. Oh. Ist weg. Das ist ein Zettel. Das ist ein Zettel. Da ist ein Zettel.
Da ist ein Zolle. Rutscht immer weg Zolle. Da, ne? Schmilzt Eis in dem Gebiet hier? Ich weiß es nicht. Kannst du hier eine Schlittschuhbahn noch bauen? Voll geil, ja, aber nicht perfekt Eis. Warte. Kannst du ja mal eins hinstellen. Packt Eis schmilzt nicht. Ja. Machst du eine Schlittschuhbahn hier noch hin? Ist ja genug Platz für Dödelein. Ich habe 12.600 Packt Eis, also wir können auf jeden Fall dann ordentlich bauen. ihr hört schon, hier bei Freudi wird der Freizeitpark aufgebaut heute. Ist schon selber, geht. Ja, verliert aber die Rutscheigenschaften wahrscheinlich. Ich kann es mal testen, ich kann mal hinbauen. Wie lange braucht man hier, muss man hier stehen, um nicht mehr zu bouncen? Lange. Ach, dann lassen wir die Rahmen innen weg, nur an der Tür, oder? Nein, da rutscht nicht mehr. Das sag ich ja. Aber man kann einfach ganze Packeisblöcke nehmen, wie hier auch. Ja. So, jetzt guck mal, ob dir das innen so gefällt oder ob innen noch der Rahmen ran muss. Ne, ist gut so. Okay. Okay, das ist jetzt nervig. Ich spaß euch das Bier durch. Lol. Ich merke schon, dass mit der Burg war genau für dich die richtige Idee. Ja. Hauptsache er schmeißt sie weg. Jonglierst du da mit Blöcken, ja? Nein, ich versuche dich zu treffen. Oh, herrlich. Also manchen nehme ich echt leicht zu freuen. Ja. Hahn-Eis hat allgemein keine Rutschfähigkeit. Okay, packt Eis vielleicht nicht. So, ich gehe mal pennen. Dann können wir uns das gleich nochmal bei Tageslicht begutachten. Ich bin mit. Und dann haben wir das genau in 2 Folgen geschafft. Jawohl. Das ist doch super. Einmal Tudi. So, hier ist noch dein Slime-Block. Warte mal, den hätte ich gerne. Den nehme ich mit. Weil, da kommt hier vorne ein Eingang. Das wird der Bierhalter. Bierhalter. Ja, man könnte es jetzt noch so machen, dass man zu dem Eingang noch eine Treppe baut. So. Musst du aber wissen, ob du da noch eine Treppe hochhaben willst vielleicht. Aber durch den Eingang gehen kann man eh nicht. Richtig, deswegen ist es eigentlich unnötig. Ne, ich finde die echt cool. Sieht auch richtig geil aus. Richtig ja. wie ja. Eine echte Burg irgendwie. Ja. Wie eine echte Hüpfburg. Das hast du echt gut gemacht. Danke. Die müsste jetzt noch, wenn du innen springst, müssten die Türme noch bouncen. Das schaffst du auch nicht mit Java. Nee, leider nicht. Aber das hat doch schon was. Auf jeden Fall. Alle Farben Slime verwendet. Ja. Voll geil. Mit irgendwann kommt. Ach nee, mit Schisserblock macht das ja nichts eigentlich. Sonst hätte Tizian hier sich wahrscheinlich auch das Ding einfach kopiert. Einmal hinkommen, abbauen, weil sich wieder aufstellen. Dann herrscht Krieg. Dein Schild ist ein komplettes Haus weg. Da gehst du hin, ne? Was machen sie da hier, Prump? Frum, 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 100 Bits.
Aber so eine Bahn der Seite runter. Alter, wenn du einen von den Trägerpfosten wegschisselst, ne, kackt der Server ab, weil uns zu viele Blocks liegen. Wahrscheinlich. Okay. Das war gut. So. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Genau, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich beim Herrn Zotte für dieses echt coole Gebäude. Das gefällt mir sehr. Gerne. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Er macht coole Videos und er macht noch mehr solche coole Bauten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Noch kurz angehängt. Meine Zuschauer natürlich bei Freudi vorbeigucken. Link ist in der Videobeschreibung. Genau. Unten in der Videobeschreibung ist alles drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.